Willkommen zu Plenum TV hier bei Oberpfalz TV. Die letzte Plenarsitzung vor den bayerischen Kommunalwahlen wurde natürlich genutzt, um noch einmal grundsätzliche Positionen und populäre Maßnahmen zu platzieren. Dazu gehörte auch die Neuregelung des Abgeordnetengesetzes. Über alle Parteigrenzen hinweg setzt man jetzt auf Transparenz und Kontrolle durch den Rechnungshof. Bayern verfügt jetzt über eines der schärfsten Abgeordnetengesetze. Wir können es unter das Motto stellen: Wir wollen Transparenz schaffen. Mit einem besonderen Ethos vorangehen. Ein Abgeordnetengesetz sorgt für Transparenz und für klare Regeln. Ein weiteres Thema wird kontrovers gesehen. Die SPD will öffentliche Aufträge zukünftig nur an Tarifpartner erteilen lassen. Kein Lohndumping auf öffentlichen Baustellen, heißt es. Also da bin ich ganz konsequent der Meinung, dass jede Arbeit in unserem Land ihr Geld wert ist und dass man von dem Lohn, den man bekommt, auch leben muss. Und momentan ist leider so, dass es immer noch sehr viele Menschen gibt, die von ihrem Lohn nicht leben können. Und deswegen muss der Staat hier vorangehen und darf Aufträge in Zukunft nur noch an Betriebe vergeben, die eben einen Mindestlohn zahlen. Ich persönlich bin schon dafür, dass der Staat hier drauf schaut, dass Tariflöhne bezahlt werden. Denn wenn jemand den ganzen Tag arbeitet, dann sollte er auch davon leben können. Und auch so manche andere Dinge könnte man, glaube ich, damit abstellen. Ich spreche jetzt von Menschen, die zu uns kommen und da über Subunternehmen und so weiter. Der SPD-Gesetzesantrag zu Mindestlöhnen bei öffentlichen Ausschreibungen wurde abgelehnt. Ein weiteres Thema betrifft das Instrument der Volksabstimmung. Die Freien Wähler wollen sie in die Verfassung aufnehmen lassen. Stichwort: mehr Bürgerbeteiligung an der politischen Willensbildung durch Volksabstimmungen. Wenn in diesem Antrag der Freien Wähler drin steht, dass das eben die Mehrheit des Landtages entscheiden soll, dann frage ich mich, wann kommt es wirklich dann mal zum Volksentscheid? Wir meinen, dass eben auch die Bevölkerung Möglichkeit haben soll, hier ihre Meinung kundzutun. Aber ich glaube, der Teufel liegt hier im Detail. Manchmal sind ja politische Dinge sehr komplex. Und wenn man so etwas nicht rüberbringt, dafür gibt es eigentlich unsere parlamentarische Demokratie, dafür gibt es Abgeordnete, die dann sich in der Tiefe damit befassen und dann entscheiden. Das war Plenum TV mit den aktuellsten Themen und Meinungen aus dem Münchner Maximilianeum hier bei Oberpfalz TV.